In diesem Video zeige ich euch, wie man ungleichnamige Brüche subtrahiert. Was versteht man überhaupt unter ungleichnamigen Brüchen oder ungleichnamiger Nenner? Der Nenner ist einfach unterschiedlich. Beim ersten Nenner habe ich Drittel und beim zweiten Zehntel. Bevor wir zur eigentlichen Berechnung kommen, wandeln wir wie immer die gemischten Brüche in unechte Brüche um. Wie machen wir das? Wir multiplizieren die ganze Zahl mit dem Nenner und addieren den Zähler. 3 mal 3 ist 9 und 1 ist 10. 10 Drittel ist der erste unechte Bruch. Der gleiche Vorgang beim zweiten Bruch. Einmal 10 ist 10 und 4 ist 14. 14 Zehntel. Und jetzt kommen wir zum Kern der Aufgabe. Wir müssen, um ungleichnamige Brüche subtrahieren zu können, einen gemeinsamen Nenner finden. Den kann man hier finden, indem man einfach das Produkt von 3 und 10 bildet. Das ist in diesem Fall 30. Andere Möglichkeiten sind, dass man eine Primfaktorenzerlegung macht oder einfach schaut, ob die kleinere Zahl in die größere Zahl hineingeht. Und zwar ohne Rest. Das wäre hier bei 1 mal 10 nicht der Fall, weil 3 geht in 10 nicht hinein, bei 2 mal 10 20 auch nicht, aber bei 3 mal 10 30 geht das. Dieses Verfahren wendet man dann eher an, wenn man mehrere Brüche zu verwenden hat. So, und jetzt kommt die Erweiterung. Wir müssen den vorgefundenen Bruch erweitern, um 30 zu erhalten. Wir haben beim ersten Bruch Drittel und müssen ihn mit Zehntel erweitern, weil 3 mal 10 30 ist. Und beim zweiten Bruch, hier finden wir 10 vor, in diesem Fall, den müssen wir mit 3 erweitern. Das machen wir jetzt, und zwar erweitern heißt, den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl zu multiplizieren. Und das ist in diesem Fall beim ersten Bruch eben 10 und beim zweiten Bruch 3. Dann haben wir einen wichtigen Schritt erledigt. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, sodass wir die Brüche dann subtrahieren können. Zuerst müssen wir aber das noch ausmultiplizieren. 10 mal 10 gibt 100 und im Nenner 30, weil 3 mal 10 30 ist. Beim zweiten Bruch 3 mal 14 gibt 42, weil 3 mal 10 30 ist und 3 mal 4 12, also 42. Der Nenner gibt wieder 30. Und jetzt können wir die Subtraktion bei den Zählern durchführen. Der Nenner bleibt wie immer unverändert beim Subtrahieren. Und wenn wir von 142 abziehen, erhalte ich 58. Jetzt sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Was wir jetzt noch machen müssen, kennen wir schon. Wir müssen den Bruch vereinfachen, und zwar indem wir ihn in einen gemischten Bruch umwandeln und dann, wenn möglich, noch kürzen. Also zuerst im fünften Schritt, wir wandeln den unechten Bruch, das sind hier 58 Dreißigstel, in einen gemischten Bruch um. Das ist in diesem Fall ein ganzes und 28 Dreißigstel. Ich erkläre noch gleich einmal, warum dieses Ergebnis erzielt wird. Weil ein Bruch ist eine nicht ausgeführte Division. Und indem ich den Zähler durch den Nenner dividiere, also 58 durch 30, erhalte ich ein Ganzes und als Rest 28. Weil einmal 30 ist 30 und wie viel ist 58 und 28? Und der Quotient, der ganzzahlige Quotient ohne Komma, entspricht der natürlichen Zahl beim gemischten Bruch und der Rest ist der Zähler vom gemischten Bruch. Jetzt sind wir fast schon am Ziel. Was wir jetzt noch machen müssen, ist kürzen. Und zwar hier kürzen wir durch 2, weil 28 und 30 2 als gemeinsamen Teiler aufweisen. Zuerst schreibe ich aber noch einmal
den zu kürzenden Bruch hin, ein Ganzes und 28 Dreißigstel. Und kürzen ist quasi das Gegenteil von erweitern. Das heißt, wir dividieren Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl. Und das ist hier 2. Und wenn wir das erledigt haben, dann haben wir das Ergebnis, also ein Ganzes bleibt. Beim Zähler 28 durch 2 ergibt 14 und im Nenner 30 durch 2 ergibt 15. Und damit hätten wir die Subtraktion von ungleichnamigen Brüchen beendet. Zum Schluss noch ein Schnelldurchlauf, was haben wir getan? In einem ersten Schritt haben wir die gemischten Brüche in unechte Brüche umgewandelt. Dann der wesentliche Punkt, wir haben einen gemeinsamen Nenner gebildet. Im dritten Schritt haben wir erweitert auf den gemeinsamen Nenner 30. Dann haben wir im vierten Schritt den Zähler, die Zähler subtrahiert und dann noch im fünften und sechsten Schritt durch Umwandeln in einen gemischten Bruch und Kürzen vereinfacht. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video das Rechnen mit Brüchen im Bereich der Subtraktion bei ungleichnamigen Nennern näher gebracht. Bis bald bei einer neuen Aufgabenstellung.